Shih-Tzu. Gesundheit. Nein, es handelt sich hierbei natürlich nicht um das Niesgeräusch auf Chinesisch, sondern um unsere heutige Schnüffelschnute, eben den Shih-Tzu. Dieser kleine Wirbelwind kommt ursprünglich aus Tibet, hat aber mit dem Dalai Lama lediglich das Herkunftsland gemein. Im Gegensatz zu diesem ist er nämlich ein eher quirliger Zeitgenosse und zählt zu einer der ältesten und ursprünglichsten Hunderassen der Welt. Sein auffälligstes Kennzeichen ist seine lange Haarpracht, die ihn im Himalaya optimal vor den dortigen Witterungsverhältnissen schützt. Leider ist diese Haarpracht gleichzeitig etwas, das in einigen Fällen mit maßloser Übertreibung bis hin zur Qualzucht geführt hat. Wie der Shih Tzu charakterlich drauf ist, wie er zu uns gekommen ist und was du in Sachen Haltung und Gesundheit beachten musst, erfährst du in diesem Video. Herkunft und Aussehen. Bereits vor mehr als 2000 Jahren war dieser Fellball Bewohner der tibetischen Hochlandklöster. Genauer gesagt handelt es sich um die sogenannten Apsos, wobei Shih Tzu nichts anderes heißt als der Hund aus Tibet. Nach Europa kam er mit den Briten, wo er in den 1930er Jahren zum Rassehund wurde. Seine Anerkennung als eigene Rasse erfolgte hier 1957 und inzwischen erfreut er sich auch in Deutschland einer großen Beliebtheit. Das lange Fell ist sein Markenzeichen, genauso wie seine kurze Schnauze und die wachsamen Knopfaugen. Mit einer Widerristhöhe von bis zu 27 cm ist er ein relativer Zwerg auf vier Beinen, allerdings bringt er dabei zwischen 4,5 und bis zu beachtlichen 8 kg auf die Waage. Ist der Shih Tzu nicht überzüchtet, kann er ein stolzes Alter von 18 Jahren erreichen. Handelt es sich dagegen um eines der armen Tiere, die stark überzüchtet wurden, schrumpft die Lebenserwartung dramatisch auf 10 Jahre. Wie bei jeder anerkannten Hunderasse gibt es auch bei diesem Fellball bestimmte Merkmale, die sein Äußeres prägen sollen. Demnach soll das Deckhaar dieser Schnüffelschnute lang, dicht und nicht lockig sein und lediglich eine mäßige Unterwolle besitzen. Freu dich dennoch schon mal auf ein regelmäßiges Bürsten und Kämmen. Farbtechnisch ist beim Shih Tzu fast alles erlaubt. Zu den weiteren Merkmalen zählen die herunterhängenden Ohren und die hoch angesetzte Rute. Übrigens, nur weil die Zuchtverbände diese Dinge so auslegen, heißt das noch lange nicht, dass dein Shih Tzu davon nicht abweichen darf. Im Gegenteil, es erhöht sogar die Wahrscheinlichkeit auf ein besonders gesundes Tier, da der Genpool größer und damit gesünder wird. Charakter und Wesen. Das kleine Fellknäuel ist nicht nur äußerst intelligent, klug und lernfähig, sondern auch sehr eigensinnig. Tatsächlich liebt der niedliche Kerl Aufmerksamkeit und davon viel, und er hat es faustdick hinter den Ohren, was die Erziehung ein wenig anspruchsvoller gestaltet, als das bei manch anderer Rasse der Fall ist. Versteht der Shih Tzu den Sinn und Zweck einer bestimmten Aufgabe nicht, wird er diese wohl auch nicht erledigen. Ein echter Dickkopf eben. Dennoch ist er ein sehr freundlicher, fröhlicher, anhänglicher und verspielter Hund, der sehr an seinen Menschen hängt und zu diesen eine enge Beziehung aufbaut. Da er sich auch gut mit Kindern versteht, ist er nicht nur ein sehr guter Begleit, sondern auch ein idealer Familienhund. Obwohl er sportliche Aktivitäten liebt und diese auch braucht, ist er kein überaktiver Hund und ist somit auch geeignet für Menschen, die nicht jeden Tag 10 Kilometer zu Fuß zurücklegen. Wie beispielsweise den Chihuahua kannst du einen Shih Tzu durchaus in der Wohnung und in Großstädten halten, was ja nicht bei jeder Hunderasse möglich oder sinnvoll ist. Aber Achtung, das heißt natürlich nicht, dass deine Fellnase keine täglichen Spaziergänge bräuchte und sich über regelmäßige Ausflüge in Wald und Wiese freut. Die Gesundheit. Wir haben ja bereits erwähnt, dass es leider auch bei dieser Rasse sogenannte Qualzuchten gibt. Wie immer soll bei diesem Fall ein Schönheitsmerkmal besonders in den Vordergrund gerückt werden. Und wie zum Beispiel beim Mops ist das beim Shih Tzu unter anderem die Schnauze. Je kürzer, desto hübscher. Das heißt dann aber leider auch, dass diese Shih Tzus genau wie stark überzüchtete Mopse unter Atemschwierigkeiten leiden und ebenso das Herz angegriffen sein kann, weil einfach nicht genug Sauerstoff aufgenommen werden kann. Ähnlich krass verhält es sich mit dem Fell. Dieses soll nämlich manchmal so lang sein wie irgend möglich und dabei natürlich schön dicht, nur ist das nicht mehr natürlich und wirkt sich ebenfalls auf das Wohlbefinden des Hundes aus.
Dazu zählt unter anderem, dass diese Haarpracht die Vierbeiner beim Laufen und Sehen behindert. Auch führt sie zu Hautirritationen und bringt die natürliche Wärmeregulierung des Hundekörpers komplett durcheinander. Die schlimmste mögliche Folge: bei Hitze und Anstrengung kann das zu lebensbedrohlicher Überhitzung führen und die kurze Schnauze begünstigt diesen Umstand dann noch zusätzlich. Achte bei der Nase deshalb darauf, dass diese dem eigentlichen Zuchtstandard genügt und mindestens 2,5 cm lang ist und große Nasenlöcher hat. Wie immer empfehlen wir dir, verzichte auf den Kauf bei starker Überzüchtung und entscheide dich anstattdessen für einen Shih Tzu, der normal gezüchtet wurde und der ohnehin viel niedlicher und vor allem fröhlicher und gesünder ist als die überzüchtete Turbo-Perücke mit Vierbeinantrieb. Der Shih Tzu ist eine ganz besondere Schnüffelschnute und der ideale Hund für alle, die einen treuen und loyalen Begleiter auf der Suche nach ihrem inneren Zen an ihrer Seite haben möchten. So niedlich er ist, ein Stofftier ist er nicht und so solltest du dir genau überlegen, ob du bereit für die Verantwortung und Verpflichtungen bist, die mit deinem neuen Freund einhergehen. Bist du eigentlich über den Shih Tzu gestolpert, weil du auf der Suche nach einem guten Familienhund bist? Dann klick jetzt mal auf das Bild links. Dahinter versteckt sich unser Video, in dem wir dir drei super Hunderassen für Familien vorstellen. Oder interessierst du dich vielleicht für einen sanften Riesen? Dann klick auf das rechte Bild, um zu unserem Rasseporträt des Berner Sennenhundes zu gelangen.